Tag 26. Ein gruseliges Hallöchen, meine kleinen Zockermaden. Willkommen zurück bei Pineview Drive, bei eurer Zockermade. Tag 26 haben wir erreicht, ohne zu sterben. Ohne. Wunderbar, oder? Richtig gut. Ja. Wir müssen jetzt, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt ein Foto vervollständigen, auf dem was Böses zu sehen war. Eisstipsel haben wir gefunden. Oben rechts sehe ich gerade, haben wir die Anzeige. Das heißt, Eisstipsel ist voll. Ich schätze mal, die nächsten Tage sind es keine Briefe mehr. Einfach nur noch Fototeile. Dann machen wir das mal. Und es darf natürlich nicht fehlen, die Spieluhr. Klingeling, klingeling. So, und ich hoffe, ich sehe mal was in diesem Spiegel. Nö. Okay. So, was muss ich jetzt machen? Das ist die große Frage. Wo könnte sich das nächste Fotoschnipsel-Ding verstecken? Regnet es wieder draußen? Natürlich regnet. Dann wird es sich auch noch gewittern. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich laufe diesem scheiß Clown nicht wieder in den Weg. Wir gucken jetzt mal nach, ob der wieder da sitzt. Weil der hat mich schon ein paar Mal erschreckt jetzt. Wenn hier irgendein Kackraum kam und der saß wieder irgendwo auf dem Schrank. Natürlich ist er weg. Natürlich. Ey, ohne Witz. Ich hätte ihn hier, wäre der einmal hier weg gewesen, ich hätte ihn hier, was weiß ich, hätte ihn verbrannt. Ich hätte meine Streichhölzer alle in seinen Arsch gesteckt und angezündet. Ohne Witz, wo ist die Vogelscheuche? Ist sie auch weg? Alter, was war das denn? Na, na, na. Okay, es ist auf jeden Fall weg. Die stand, glaube ich, da hinten gerade noch. Dann hat es wieder hier raschelt, wie mir senkt. Okay, da spiegelt sich auch irgendwas. Das sind die Fenster, oder? Ja, ich weiß nicht. Soll ich mal rausgucken wieder? Ah, nee. Okay, lass mal so einfach mal da so stehen, wo sie ist und gut ist. Ich möchte die nicht sehen. Kann ich so durchs Fenster gucken? Ob ich die dadurch sehen kann? Nö. So, wo war denn das letzte Schnipsel jetzt? Oh, Batterien. Alles klar, das heißt einfach mal wieder in alle Räume mal so reingucken. Ich kann was finden. Wo war denn der Schnipsel? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube hier oben, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Dass ich das immer wieder vergesse. So, dann gucken wir hier auch nochmal durch. Was natürlich jetzt richtig geil wäre, wenn ich die Vogelscheuche von hier oben hier unten rumlaufen sehen würde. Die nicht mitkriegen würde, dass ich sie beobachte. Dann würde ich meine Spieß mal umdrehen. Okay. Ist hier vielleicht noch was drin? Streichhölzer. Okay, hier sind noch Streichhölzer. Das merken wir uns. Ich würde nur zwei gewinnen, weil ich kann nur 10 mitnehmen. Weil Streichhölzer, das sind besondere Streichhölzer. Die sind ungefähr, ja, die haben Abmaße von 2 Meter mal 50 Zentimeter. Da kann man nur 10 Stück hinten in den Rucksack stecken. Der Ohrenraum, ja. Was war hier nochmal? Ach, das war hier dieses E-Kit.
Das war der Igitt-Raum. Aber hier ist nichts, ne. Ja, Mai, wo war denn das? Ist das Bild verändert? War das mal... War das ein anderes Feuer? Na, sagen wir mal so. Oh, du Arsch, Alter. Ich hab mich erschrocken eben. Kann ich es noch auf seine Hupe drücken? Vielleicht, kriege ich das dann hin, dass... So, mal richtig anleuchten, die Bude hier. Er ist ein blöder Sack. Ja, wir haben mich anguckt. Habt ihr das gesehen? Guckt da wieder weg. Ja, mal auf Hupe drücken, du blöder Hund, du. Oh, Alter. Das erschreckt einen auch. Alles ruhig hier. Tü, tü, tü. Bleib da sitzen, ey. Schließ die Tür ab. Am besten Tür abschließen. Echt, boah, ist der gruselig. Der ist einfach Schauer über meinen Rücken und... Oh. Boah. Lass mich in Ruhe! Kann doch nicht sein, ey. Leute. Der Sack, ey. Wahrscheinlich an die Piss, dass ich auf seine Hupe drücke. Sind wir mal gut hier. Bin ja fast tot. Ach, hier war das, ne? Ja, ich kann mich erinnern. Okay, ich würde sagen, der Drops ist durch hier. Ich mach nochmal eine Kerze an, mal gucken, was passiert. Und die ist sehr hell, ey. Sehr, sehr hell. Ja, beruhig dich erstmal wieder, Junge. Meinst du, mir geht's besser? Dann müssen wir jetzt durch. Und ob er noch da ist. Da ist er noch. Ah, hier kriegst du nochmal eine Wupe. Hier. Kannst mich mal. Vor allen Dingen, wie. Da muss ja irgendwie ein bisschen schneller sein, als ob der an mir vorbeilaufen würde, ne? Ne, hier ist er nicht. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal runter. Und ja. Wohin? Ich habe auch den Hinweis nicht mehr im Kopf. Gab es irgendwo einen Hinweis vielleicht? Letztes Mal? Ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Das wurde schon wieder gemacht. Es geht auf jeden Fall zur Sache jetzt. Kerze, okay. Oh. Ich muss, schätze ich mal, Tag 30. Ich schätze mal, da muss ich raus und auf den Friedhof gehen. Bin auch sehr gespannt, was mir das Foto jetzt enthüllt. Also das Bild. Ich schätze mal, es ist ein Foto, das zerrissen worden ist. So, hier ist gerade einer langgelatscht. Also das habe ich genau gehört. Vielleicht sitzt mir ja der, der Clown auf dem Rücken. Hier waren wir, glaube ich, schon eben, ne? Ja. Vor allen Dingen diese Batterien, die halten so überhaupt mal gar nicht, ne? Batterie! Na, na, na! Alter, geht aber ab jetzt. Ist das? Nee, das ist eine Pflanze. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wohin. Irgendwo.
Irgendwo in diesem Haus muss sich der Rest des Fotos befinden. Ah! Das verspricht mir ein Latt die Sprache. Jetzt sag mir, wir wissen nicht nur wo. Vielleicht bin ich wieder drüber hinweggelaufen, hab's gesehen. Eigentlich hätte ich sehen müssen, hab's aber nicht. Dann streichelt's, okay. Was ist das denn da draußen? Ich weiß es nicht. Ich will's auch eigentlich gar nicht wissen. Okay, hier irgendwo im Haus. Pass auf, ganz einfach. Ganz einfach. Ich schätze mal, die werden jetzt einfach irgendwo in den Räumen auftauchen. Diese Schnipsel. Nur wo? Mal ganz locker gehen wir jetzt hier jeden Raum durch. Ah! Bleib von den Fenstern weg. Oder vielleicht in diesem alten anderen Raum wieder, da irgendwo in der Nähe. Irgendwie ist es ja auch unlogisch, wenn das jetzt hier irgendwo liegen würde, irgendwo, wenn man es mal so betrachtet. Aber es ist ein Geisterhaus, was daran schon logisch ist. Ich warte auf den nächsten Hinweis. Der wird sicher bald kommen. Oder vielleicht da, wo der Clown so ein bisschen... Alter. Alter, Walter. Muss ich mal aufpassen hier. Dass ich nicht drauf gehe, ey. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt einfach mal... hoch. Ich hoffe, ich überlebe das Ding jetzt hier, ey. Jetzt nochmal dahin, wo der Clown saß. In die Räumlichkeiten. Aber auch immer alles abchecken hier. Wer weiß, wo das liegt. Ja, bleib ruhig, bleib ruhig. Alter, bleib ruhig. Das ist voll fies. Unten läuft die Vogelscheuche rum und der scheiß Clown ist hier oben rum, ey. Beruhigt ihr vielleicht Licht? Heil ich mich vielleicht? Ein wenig? Ist er da? Hört euch das an. Da ist einer. Nee, da glaube ich eher weniger. Ich gehe nochmal hoch. Ich darf mich aber nicht wieder erschrecken, sonst falle ich gleich um, ey. Lebensanzeige ist schon sehr weit unten. Aber hier habe ich ja auch alles abgecheckt. Da sitzt er wieder. Ich hab mich nicht erschrocken. Ich hab mich doch nicht bewegt, ey. Warum erschreckst du dich denn? Ist echt nicht, cool. Bleib doch locker, Mann. Bleib doch locker. Pass auf, ich mach jetzt hier irgendwo nochmal ein Streichhölzchen an. Nimm die mit.
Mein. Ich sollte mich nochmal im Arbeitszimmer am Obergeschoss im ersten Trakt umsehen. Okay. Danke. Im ersten Trakt. Ja. Arbeitszimmer. Wo war das Arbeitszimmer? Was für ein Arbeitszimmer wieder? Ich schnell das immer nicht. Oh, wie ist ein Atmen da jetzt nicht mehr so dolle? Ja, dann checken wir das mal aus. Hier ist im Erdgeschoss. Hier war ein Hoch. Arbeitszimmer. Ist das ein Arbeitszimmer? Nee, das ist ein Musikzimmer. Das ist ein Arbeitszimmer? Ah, da. Alles klar. Juhu! Der zweite Teil des Fotos. Das muss es sein. Ich brauche die anderen Teile. Tag 27. Ja! Wir sind fast gestorben, ist aber noch die Hälfte der Energie, also viel rumalbern kann ich nicht. Ich muss mich zusammenreißen und mich beeilen. Okay, das heißt jetzt einfach mal knallhart Fotos suchen. So, am ersten Geschoss Arbeitszimmer haben wir rumgeguckt. Da war das letzte Fototeil, das heißt, vielleicht liegt hier auch hier hinten irgendwo ein anderes rum. Und vor allen Dingen, ja. Ich beeile mich jetzt hier, weil ich habe nicht mehr so viel Leben. Und da kann ich so lange rumeiern hier. Das ist jetzt... Wenn der Clown wieder irgendwo auftaucht und dann nur rumschreit. Hier war gerade der zweite Teil. Also, wie gesagt, ich war drinnen. Ich habe es wieder nicht gesehen. Ich hätte es viel eher finden können. Habt ihr es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. So, dann gehen wir mal ganz schnell runter hier, weil ich habe so langsam ein bisschen Muffe hier. Wir sagen, gucken wir mal hier rein. Ob hier was liegt. Hier ist nichts. Ich hoffe, ihr seht hier auch nichts. Hier irgendwo was? Nö. Hier in der Eingangshalle vielleicht. Nein, sehe ich nichts. So. Habe ich hier unten alles abgecheckt? Oh, ich weiß es nicht. Wir gehen mal da hinten hin. Nein, auch nicht. Vielleicht liegt es in diesem Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch. Okay, ich würde es mir ja gerne angucken, die Vogelscheuche, aber dann erschrecke ich mich. Und bin angeschissen. Hier liegt nichts, ne? Hier liegt gar nichts, okay. Mal hier reingucken in den Eimer. Na. Alter, ist das spannend. Hier was? Hier ist nichts. So, da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Alter, hau ab. Das ist ein Vieh. Haltet die Augen mit auf. Ich sehe hier gar nichts. Okay, hier unten sind wir durch.
Boah, Alter, seht ihr den Schatten da hinten? Seht ihr den Schatten? Von der Eulen? Will ich mich irgendwo drauf hinweisen? Also wieder hoch, würde ich sagen, oder? Hier haben wir auch alles durch, ne? Ja. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal hier rüber, oder? Gehen wir nochmal schnell in die Toilette rein. Ob hier was ist. Hier ist gar nichts. Hier in dem Raum vielleicht. Nein. Hier vielleicht drauf, wo ich schon mal den Schlüssel übersehen habe. Oh, ey, ey, ey. Ich stehe ein bisschen unter Druck gerade. Ich will nicht sterben. Nein, nein. Nein. Also ich sehe hier auch nichts in der Küche. Aber wahrscheinlich kommt nachher wieder. Ja, geh mal in die Küche da oben. Erster Geschoss. Du Vollidiot. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Nichts. Streichhölzer. Streichhölzer. Aber sonst eigentlich nichts. Jetzt wieder hier rumpelt. Ist auch nichts. Okay. Wieder zurück. Mal da. Lass die Möbel stehen. Uhrenraum? Ne, das ist der Uhrenraum. Wir gucken trotzdem mal rein. Okay, hier ist nichts. Außer Uhren. Gehen wir nochmal hier hin. Ach, sind wir wieder hier? Alles klar. Gucken wir mal hier rein. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Clown, ey. Der kleine Penner. So. Gehen wir gerade durch. Dann geht's runter. Checken das hier trotzdem nochmal. Okay, hier ist nichts, nichts, nichts. Und gleich hoch. Komm, komm, komm. Ich werde hier nicht lange fackeln, ey. Ich werde echt nicht lange fackeln. Ich ziehe das hier durch jetzt. Okay, er ist nicht da. Da ist das Foto. Huhuhu, wir haben das Foto gefunden. Ausmachen. Ich erinnere mich an die Aufnahme, aber irgendwas fehlt in meiner Erinnerung noch. Tag 28. Ja, Freunde des geschmeidigen Gruselns. Tag 28 ist angebrochen. Das Foto ist fast vollständig. Jetzt fehlt, glaube ich, noch ein Teil, so wie es aussieht. Und das sieht mir stark nach Linda aus, die ein Baby und eine Puppe oder was in der Hand hält. Das könnte gut sein, dass die ganze Zeit dieses Tussi, die wir da sehen, mit dem Ding in der Hand, mit der Puppe oder was das ist, und auch dieser Schatten vorhin, das ist wahrscheinlich Linda. Oder? Geh ich mal stark von aus. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Eure Zockermale.